Scheiße, das Auto ist weg. Ja, natürlich ist das Auto weg. Du hast es auf den Behindertenparkplatz gestellt. Ja, bla bla bla, du Klugscheißer. Es geht um zwei Verbrecher, die einen Juwelierladen überfallen, dann vor der Polizei natürlich fliehen und dann aus Zufall in eine Gruppe geraten, die einen Ausflug, ihren Urlaub in den Bergen, irgendwo in den Bergen verbringen will. Kommst du mit mir mit? Ja, ja. Genau, Silva. Wir müssen jetzt los. Und diese Gruppe besteht aus behinderten Leuten und Sylvain bzw. Paolo, der jüngere der beiden Juwelierdiebe, muss dann so tun, als wäre er eben behindert, um nicht aufzufallen letztendlich. Ja, das war zu viel. Ich versuch's nochmal. Warte, ich hab's gleich. Er behandelt letztlich ein großes philosophisches Thema. Was ist das Leben? Wofür sind wir da? Was sollen wir tun in unserem Leben? Und das aber eben nicht mit einer Schwere, die diese Überschrift implizieren würde, sondern mit Humor. Was sagen wir zum Busfahrer? Du bist ein Hurensohn! Diese Gruppe besteht aus sehr vielen unterschiedlichen Charakteren mit ganz verschiedenen Fähigkeiten und alle respektieren sich. Und ich denke, jeder in der Gruppe ist gut aufgehoben und hat seinen Platz dabei. Diese Typen sind einfach super. Also ich meine, eben Ludovic, die Schimpfwörter. Arnaud, der Paolo sofort durchschaut und checkt, was mit dem los ist. Du bist nicht behindert. Du hast recht, ich bin nicht behindert. Marie, auch wahnsinnig lieb. Die schießt man irgendwie alle sofort ins Herz. Ich finde es sehr schön, dass in diesem Film Laiendarsteller zum Einsatz kommen. Denn die Gesellschaft ist sehr bunt, sehr vielfältig. Es gibt nicht nur Superstars und Topmodels. Ich finde es halt immer langweilig zu sehen, indem man nur normale Menschen auf den Leinwänden sieht, als irgendwie Menschen, die ja, ein bisschen anders sind. Was hast du denn da gemacht, Ludo? Ein Männchen. Ist das der Kopf? Das ist der Kopf. Und das? Was ist das? Seine Eier. Wir haben natürlich drüber nachgedacht, wie wir das besetzen. Unser Ansatz war keinesfalls, nur ein behinderter Schauspieler kann einen behinderten Menschen sprechen. Andererseits gibt es natürlich Schauspieler mit Behinderungen und Schauspielerinnen. Und bisher sind wir nicht enttäuscht worden. Du wirst darüber hinwegkommen. Nur keine Sorge. Ja, super. Kann man nicht besser machen. Ich bin hier noch nie gewesen und deswegen war das mein erstes Mal gewesen. Und schon langsam macht es echt Spaß. Wir sind ja eher so die klassischen Theaterschauspieler. Schon was anderes im Studio zu stehen und da das irgendwie umzusetzen und zu spielen. Aber es macht schon sehr, sehr viel Spaß. Was? Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass es Inklusion gibt. Menschen mit und ohne Behinderung können sehr viel voneinander lernen und zusammen ein tolles Ergebnis in der Arbeit erzielen. Und das fängt schon in der Freizeit an, wie wir in diesem Film sehen, und geht hoffentlich auch weiter in die Arbeitswelt. Ja, komm schon, komm schon! Zusammen! Ja, zusammen! Geht ins Kino und schaut diesen Film an. Es ist schon normal. Es kommt am 5. September raus.